Verandodielen, tolles Design und dazu nachhaltig, in vielen Bereichen einsetzbar. Das einzigartige Material Resista sieht nicht nur aus wie Holz, sondern fühlt sich auch so an. Terrassen werden so zu einer besonderen Ruheinsel. Doch was ist Resista eigentlich? Das einzigartige Compound besteht zum größten Teil aus Reishülsen, ein natürliches Abfallprodukt. Resista übertrifft seine Konkurrenten Holz oder WPC um Längen. Die Dielen sind das perfekte Barfußerlebnis, denn sie sind witterungsbeständig, UV-stabil und rissfrei. Hier in diesem Haus lebt Soleiman und der möchte sich seinen Traum von einer eigenen Terrasse verwirklichen. Und das mit Verando. Hallo Soleiman! Hi, Kathi. Grüß dich. Grüß dich, hey. Mensch, du warst ja schon richtig fleißig. Ja, wie du siehst, haben wir schon den Untergrund für die Terrasse vorbereitet. Für den Untergrund gibt es mehrere Möglichkeiten. Soleiman hat sich für Waschbetonplatten in einem Kiesbett entschieden. Und was hast du hier gemacht? Ich habe mithilfe eines Aluminiumrahmens die Form und Maße meiner Terrasse bestimmt und gleichzeitig auf das Gefälle geachtet von 2%, das verhindert, dass sich Stauwasser bildet und das Wasser schön abfließen kann. Denn bei Frost könnte das zu Schäden führen. Soleiman hat einen Aluminiumrahmen gebaut, um einen sauberen Abschluss für unsere Terrasse zu haben. Man kann aber auch Profile aus Resista oder Aluminiumwinkel nehmen. Und nicht vergessen. So, jetzt geht's an die Montage. Es ist wichtig, dass die Verandodielen auf ebenem Untergrund gelagert werden. Und sich der Umgebungstemperatur anpassen. Jawohl, das heißt, jetzt können die eigentlich verarbeitet werden. So sieht's aus. Dann machen wir das. Für die Terrasse brauchen wir die Dielen, Befestigungsbügel, Clipmaster und jede Menge Schrauben. Und jetzt geht's los mit der Unterkonstruktion. Die wird übrigens aus den gleichen Profilen gebaut wie das Decking. Soleiman zeichnet Markierungen für die Befestigungsbügel ein. Denn auf jeder Betonplatte sollen die Profile mit Bügeln fixiert werden. Und die sind übrigens patentiert von Alfair. Der Befestigungsbügel aus rostfreiem Edelstahl wird auf die Betonplatte gebohrt. So sind die Profile fixiert und haben gleichzeitig genügend Platz für die thermische Ausdehnung in alle Richtungen. Die Abstände zwischen den Unterkonstruktionsprofilen sollte von Mitte zu Mitte maximal 40 cm betragen. Sonst biegen später die Deckprofile durch. Na, wie läuft's? Hi. Ja, sehr gut soweit. Wieso liegen diese Reststücke hier? Die Reststücke liegen hier als Hilfestellung, damit ich die 40 cm von Mitte Diele zum Mitte Diele einhalte. Das heißt, der Abstand zwischen den Dielen ist dadurch immer gleich? Erstens das und zweitens, die Diele kann sich nicht verschieben, alles liegt gerade. Coole Idee. Wer schwere Gegenstände auf die Terrasse stellen möchte, sollte die Profile an diesen Stellen dichter verlegen. Und nicht vergessen. Unsere Unterkonstruktion steht, jetzt geht's ans Decking. Und da ist er schon, der Mann der Stunde. Das sind die Deckprofile? Das sind die Deckprofile, die wir quer zu der Unterkonstruktion verlegen. Ja, dann walte deines Amtes. Alles klar. Bei der Verlegung der Deckprofile muss unbedingt die thermische Ausdehnung des Materials berücksichtigt werden. Wozu sind denn diese Hölzer hier? Ich habe mir aus Kleinplatten einen Abstandhalter gebaut, um die Bewegungsfugen zwischen den Dielen einzuhalten. Quasi eine Dehnfuge. So sieht's aus. Welche Abstände hast du berechnet? Also zu festen Bauteilen habe ich als Dehnfuge 6 mm Abstand berechnet und zwischen den Dielen reichen 3 mm völlig aus. Und das Beste daran ist, das Material arbeitet weniger als Holz oder WPC. Generell gilt, umso kühler es ist, umso größer sollte die Dehnfuge sein. Der Vorteil von Resista, es dehnt sich nur geringfügig aus. Jetzt geht's um die Abstände zwischen den Dielen rein. Und dafür stecke ich diesen Abstandhalter in den Clipmaster von Alfair. Die Abstandshalter gibt es übrigens in drei Größen. 1,2 mm, 2 mm und 4 mm.
Das System ist von Alfea patentiert. Soleimann verschraubt nun die Dielenverbinder mit den passenden Abstandshaltern an der Unterseite des Profils. Kommen beim Auflegen alle Abstandshalter nach oben, ist klar, die Diele liegt genau auf der Unterkonstruktion. Bevor die letzte Diele fixiert werden kann, muss Soleimann erstmal wissen, wie lang sie sein muss. So, und jetzt kann ich die Diele auf die richtige Länge schneiden. Dabei gilt, Sicherheit geht vor. Ganz wichtig, Augenschützen. Für das Zuschneiden benutzt Soleimann eine Kappsäge mit Holzsägeblatt. Das Beste daran ist, die Rando kann man mit klassischen Holzwerkzeugen bearbeiten. Sind die Profile auf der richtigen Länge, können sie verlegt werden. Jede Diele mit der Unterkonstruktion verschrauben und diese Abstandshalter kann ich für die nächste Reihe verwenden. Jetzt weitere Dielen im gewünschten Verlegemuster fixieren. Wow, frisch geputzt, alles verschraubt und trotzdem schon fertig. Super. Ja, ganz genau. Was ist das für eine Verlegetechnik? Die sieht echt super aus. Ja, das ist der wilde Verband. Natürlich ist bei dem System die Verlegetechnik variabel. Ich habe mich für den wilden Verband entschieden. Sehr schick. Die Verando-Dielen haben eine minimale Aufbauhöhe von 46 mm. Das ist mit anderen Systemen nicht möglich. Und bitte beim Verlegen beachten. Die Verando-Dielen gibt es in Natur, also unbehandelt, oder sie lassen sich in diversen Farben lasieren. Dafür schüttel ich jetzt die Farbe richtig durch. Und benutze einen Pinsel, der ungefähr so breit ist wie die Diele. Wichtig ist, die Lasur bei konstanten äußeren Bedingungen aufzutragen. Direkte Sonneneinstrahlung oder Regen sollte vermieden werden. Das war's auch schon. Genauso einfach wie das Lasieren ist auch die Reinigung. Und hier der Beweis. Auf los geht's los! Rotweinflecken, Öl oder Fett, das alles lässt sich ganz leicht wieder entfernen. So bekomme ich die Dielen wieder sauber. Einfach mit einem feuchten Tuch, einer Bürste und warmem Wasser abwischen. Und für richtig hartnäckige Flecken gibt's diesen speziellen Reiniger. Kleinere Kratzer oder Kerben lassen sich einfach mit einem Schleifpapier entfernen. Dafür die Dielen in Längsrichtung abschleifen. Das Schleifpapier sollte eine 40 bis 80er Körnung haben. So sieht alles wieder aus wie neu. Eine Terrasse soll nicht nur hübsch aussehen, sondern auch was aushalten. Und dafür habe ich kleinen Besuch eingeladen. Die Verando-Dielen sind rutschhemmend und barfußfreundlich. Da kann nichts passieren. Auch tierischen Mitbewohnern können sie nichts anhaben, weil Resista nicht splittert. Das perfekte Outdoor-Material. Schön wie Tropenholz und dazu noch rutschhemmend und langlebig. Fehlt nur noch die Deko. Die kann man übrigens auch aus Resista bauen. Ein schickes Vogelhäuschen zum Beispiel. Mit nur ein paar Handgriffen wurde aus dem unschönen Kiesbett eine ansprechende und edle Terrasse. Passend zur Terrasse sind aus den Verandodielen auch Stufen entstanden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Witterungsbeständig, pflegeleicht und dazu noch richtig edel. Die Terrassendielen in bestechender Holzoptik lassen keine Wünsche offen. Na, auch Lust bekommen? Dann bauen Sie die Terrasse doch einfach nach. Und schauen Sie vorbei auf www.verando.de. Das Projekt und noch viele weitere Ideen finden Sie auf unserem YouTube-Channel von Alfea Aluminium. Und wir machen es uns hier noch einfach gemütlich. So sieht's aus. Prost. Prost. Oh, ist das schön.